Willkommen zur Kurzeinführung in das Open Source Client Management System OPSI. Im Folgenden werden wir zunächst anhand ein paar Folien einen Überblick geben, was OPSI ist und was OPSI kann, um diese Einführung dann mit einer kleinen Live-Vorführung abzuschließen. Doch zunächst der Überblick. OPSI ist ein Client-Management-System für Windows-Client auf Basis von Linux-Servern mit den Kernfunktionalitäten automatische Betriebssysteminstallation, Softwareverteilung und Inventarisierung. Über diese freien Kernfunktionalitäten gibt es noch viele Erweiterungen, die dann aber in der Regel kostenpflichtig sind. Auf der Client-Seite unterstützt OPSI die Windows-Reihe von XP bis Windows 7 und 2008, sowohl in den 32-Bit als auch in den 64-Bit-Varianten. Schauen wir uns die Kernfunktionalitäten mal kurz im Einzelnen an. Das ist die Betriebssysteminstallation. Dazu muss der Client naturgemäß von einem anderen Medium gebootet werden, wie von der lokalen Festplatte. Dies passiert normalerweise über ein Netzwerkboot per PXE, kann aber auch per CD passieren. Das dann gebootete Bootimage ist ein von uns bereitgestelltes Linux, was dann die Festplatte zur Betriebssysteminstallation vorbereiten kann. Dies kann prinzipiell auf zwei verschiedene Weisen passieren, nämlich zum einen per Unattended-Verfahren und zum anderen durch die Verteilung von Images. Der Schwerpunkt bei OPSI liegt auf dem Unattended-Verfahren, das wir durch Erweiterungen zur automatischen Treiberintegration für heterogene Hardware-Umgebungen unterstützen. Und das ergänzt wird durch die automatische Installation unseres OPSI Client Agent, der dann für die Softwareverteilung zuständig ist. Der OPSI Client Agent wird üblicherweise beim Booten aktiv und nimmt Kontakt über einen verschlüsselten Webservice zum Server auf und erfragt, welche Software zu installieren ist. Danach wird ein entsprechender Share gemountet, auf dem die Software liegt, und ein skriptgesteuertes Setup-Programm gestartet, das dann die Software installiert. Üblicherweise ist während des gesamten Vorgangs der Login gesperrt, so dass erst nach Abschluss der Installation der User die Möglichkeit hat, sich einzuloggen. Neben diesem Standardverfahren der Installation vor dem Login gibt es noch eine Reihe von anderen Möglichkeiten, da der Client-Agent eventgesteuert ist und auch bei anderen Events aktiv werden kann, zum Beispiel beim Login, bei der Aktivierung von bestimmten Netzwerkverbindungen. Er kann aber auch von außen angesprochen werden, um Push-Installationen durchzuführen. Wie erwähnt, verläuft die Installation über das Abarbeiten eines Skripts, was im administrativen Kontext gestartet wird. Daraus ergibt sich, dass man auch Skripte schreiben kann, die nicht Software installieren, sondern die auch andere Dinge tun, wie zum Beispiel administrative Vorgänge oder Konfigurationen zu verändern. Diese Möglichkeit nutzen wir zur Inventarisierung. Hier werden Skripte gestartet, die zum Beispiel per WMI die Hardwareinformationen eines Clients auslesen und über einen Webservice wieder zurück zum Server schicken, wo diese Informationen dann gespeichert werden. Ganz ähnlich passiert die Softwareinventarisierung. Hier werden entsprechende Daten aus der Registry erhoben, die entsprechen etwa den Angaben aus dem Systemsteuerungs-Applet-Software. Die Daten werden zentral auf dem Server abgelegt und stehen uns dann im OPSI-Management-Interface zur Verfügung. Werfen wir einen Blick auf das OPSI-Management-Interface. Hier sehen wir die Liste aller Clients, die hier durch OPSI verwaltet werden. Auf der linken Seite haben wir eine OPSI-Erweiterung, die es ermöglicht,
die Clients in hierarchischen Gruppen zusammenzufassen, wobei ein Client in mehreren unterschiedlichen Gruppen vorkommen kann. Ich kann hier einen Client oder eine ganze Reihe von Clients auswählen und die gemeinsam bearbeiten. Ich wähle jetzt mal hier nur einen Client aus und gehe zur Produktkonfiguration. Hier sehe ich die Produkte, die auf dem Server zur Installation bereit liegen, mit ihrem Installationsstatus, einem Report der letzten Aktionen, den Versionsinformationen, wie diese Software auf dem Client installiert ist und den Informationen, wie die Software auf dem Server bereit liegt, in welcher Version, ob hier Produktabhängigkeiten und Installationsreihenfolgen definiert sind. Und darüber hinaus kann es noch weitere Parameter geben, die clientspezifisch gesetzt werden können und bei der Installation dann ausgewertet werden. In dieser Spalte kann ich nun Installations- oder Deinstallationsanforderungen setzen, die dann bei der nächsten Aktivierung des OPSI Client Agent ausgewertet werden. Wenn ich jetzt also den ausgewählten Client rebooten würde, würde er bei dem nächsten Reboot diese Software installieren. Um Zeit zu sparen, wähle ich hier ein anderes Verfahren, nämlich die Push-Installation. Das heißt, ich gehe vom Server aus auf den Client zu und sage, bitte diese Software jetzt installieren. Das ist unser Client, den wir ausgewählt haben. Der hat jetzt diese Informationen bekommen, ist aktiviert worden, nimmt Kontakt zum Server auf, mountet den Share und startet jetzt das skriptgesteuerte Setup-Programm, was hier nun nicht interaktiv den Flash-Player installiert und danach die gesammelten Daten wieder zum Server zurückschickt. Wenn ich jetzt hier zum Management-Interface zurückkehre und meine Ansicht aktualisiere, dann sehe ich, dass die Anforderung verschwunden ist, weil diese ja erfolgreich abgearbeitet worden ist. Sollte es jetzt zu einem Problem gekommen sein, das heißt hier statt einem Success ein Fail stehen, so habe ich die Möglichkeit, über den Karteireiter direkt auf mein Log meiner Installation zuzugreifen und zu schauen, was denn das tatsächliche Problem war. Neben den Produkten, die direkt bestimmte Software installieren, gibt es schon, wie erwähnt, Spezialprodukte zur Hardware-Inventarisierung oder zur Software-Inventarisierung, die die Daten erheben und an den Server zurückschicken und die stellen sich dann im Management-Interface für die Hardware-Informationen in dieser Gerätemanager-artigen Darstellung dar, sind sehr detailliert und gehen runter bis zum einzelnen Speichermodul. Bei der Software-Inventarisierung erheben wir aus der Registry Name, Version und auch die Architektur der Software, also ob es sich um 32-Bit- oder 64-Bit-Software handelt. Zur Betriebssysteminstallation gibt es einen besonderen Karteireiter, die NetBoot-Produkte. Wenn ich hier ein entsprechendes Produkt auf Setup stelle, dann wird in der PXE-Konfiguration des Servers eine Datei erzeugt, die dafür sorgt, dass beim nächsten Boot der Client nicht lokal bootet, sondern sich über das Netzwerk ein entsprechendes Linux-Boot-Image zieht. Werfen wir nur noch einen kurzen Blick auf die Erweiterungen, die es bei OPSI gibt. Wir haben ein Lizenzmanagement-Modul, das es ermöglicht, Lizenzen zentral zu verwalten, sie bei der Installation abzurufen
und bei der Deinstallation eine Software wieder freizugeben und diese erhobenen Lizenzdaten wiederum mit den Daten aus der Softwareinventarisierung abzugleichen. Wir haben ein Datenbank-Backend für größere Installationen. Wir haben, wie vorgeführt, die Erweiterung zur hierarchischen Gruppierung von Clients. Wir haben eine Erweiterung, die es ermöglicht, Clients hinter langsamen Leitungen wie Homeoffice, Außendienstmitarbeiter, Laptops einzubinden, bei denen dann die Installation nicht direkt, sondern gecached über einen lokalen Cache erfolgt. Wir haben Erweiterungen für die Unterstützung mehrerer Standorte mit einzelnen Software-Depots und wir haben eine Erweiterung, die es ermöglicht, bestimmte Softwarepakete zur Auswahl durch den User bereitzustellen, sodass nicht wegen jedem kleinen Utility die zentrale Verwaltung behelligt werden muss. Wenn wir Sie nun interessiert haben, ob Sie auszuprobieren, dann gehen Sie doch einfach auf unsere Webseite uib.de und wählen Sie den Punkt, ob Sie testen. Dort finden Sie Links zu unserer Installationsanleitung, zu einer vorkonfigurierten virtuellen Maschine, die Sie nach der Installationsanleitung in Betrieb nehmen können und sollten während der Evaluierung Fragen auftauchen, so steht hier Ihnen auch ein Webforum zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetpräsenz.